Für mich ist es Zeit, endlich wieder nach London zu fliegen. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, für mich geht's ja in den nächsten Tagen nach London. Und ich war jetzt lange nicht mehr in London. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich habe ein Jahr in London gelebt als Au-pair. Damals nach meinem Abitur habe ich mich dafür entschieden, ein Au-pair-Jahr zu machen. Und eigentlich wollte ich damals nach Amerika, aber wie das so ist, früher, man war in einer Beziehung und dachte, ach, London macht nur erstmal nur ein halbes Jahr, dann hält die Beziehung. Natürlich hat sie nicht gehalten, die Beziehung. Und dann habe ich auf ein Jahr verlängert. Und wie gesagt, ich habe ein Jahr in London gelebt und ich liebe diese Stadt. Ich habe mich total in London verliebt und war, glaube ich, 19, also 19 auf 20, also jetzt über 10 Jahre her. Dann war ich das letzte Mal noch vor, ich glaube, 6 oder 7 Jahren dann nochmal mit meiner Freundin in London im Januar. Und ja, jetzt haben wir gesagt, wir müssen mal wieder nach London, denn ich habe zum Beispiel die Harry Potter Studios noch gar nicht sehen dürfen. Und deswegen gibt es wieder einen Girls Trip mit meiner besten Freundin. Wir fliegen zusammen nach London. Und in diesem Video möchte ich euch so ein bisschen erzählen, was wir gebucht haben, was wir bezahlt haben, wie wir uns vorbereitet haben. Vielleicht hilft es ja auch euch für euren nächsten London Trip, wenn ihr einen planen wollt oder in der Planung seid. Dass dieses Video euch helfen wird. Ja, also es geht los. Wir fliegen Freitag mit Ryanair nach London. Und für den Flug und das Hotel, ich weiß jetzt nicht mehr die separaten Preise, haben wir 235 Euro bezahlt. Also von Freitag bis Sonntag 235 Euro, also Flug und Hotel, aber kein Frühstück. Und wir übernachten in der Travel Lodge an der Liverpool Street, also relativ zentral. Wir fliegen ja nach Stansted und da gibt es einen Stansted Express, da komme ich gleich nochmal zu. Und der fährt direkt zur Liverpool Street, das heißt, wir sind direkt vor Ort und müssen nicht mehr weit laufen zu unserem Hotel. Und was haben wir noch bezahlt? Wir müssen ja zum Flughafen fahren und werden da mein Auto parken. Und wir haben fliegen ja von Köln, also müssen nach Köln fahren. Und da haben wir auf so einer, ich glaube auf parkos.de, gibt es so Vergleichsparkingplätze. Und für die Zeit haben wir jetzt 26,50 Euro bezahlt. Das ist völlig in Ordnung, finde ich, für ein Flughafenhotel. Ist halt ein Flughafenparkplatz. Ist natürlich nicht sofort vor Ort, also müssen dann nochmal mit so einem Shuttle zum Flughafen fahren, aber das sind irgendwie 3 Minuten, also völlig in Ordnung. Und dann bleibt das Auto da stehen für die Zeit. Dann habe ich ja eben schon mal angesprochen, den Stansted Express. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten vom Flughafen zu fahren. Damals vor 6 Jahren sind wir tatsächlich, da waren wir noch arme Studenten, da mussten wir ein bisschen sparen. Da sind wir damals im Bus gefahren vom Flughafen in die Stadt und das hat einfach ewig gedauert bei dem Londoner Verkehr. Würde ich keinem empfehlen. Und so viel teurer ist der Stansted Express jetzt auch nicht. Wir zahlen jetzt 33,40 Euro hin und zurück. Finde ich völlig in Ordnung und man ist innerhalb von 45 Minuten, glaube ich, in der Stadt vom Flughafen. Ich glaube, also nach Heathrow, wenn ihr nach Heathrow fliegen würdet, gibt es auch die U-Bahn-Station. Da kann man dann einfach mit der U-Bahn fahren. Das habe ich damals auch öfter gemacht, wo ich da gewohnt habe. Die Piccadilly Line fährt ja, die blaue, fährt ja direkt bis Heathrow durch. Das ist auch eine günstige Alternative. Dauert halt sehr lange, weil ne, die U-Bahn hält und hält. Aber eine relativ günstige Option, wenn ihr von Heathrow und Gatwick müsste sowas auch anbieten. Aber dabei, also wir haben uns jetzt nur informiert, was mit Stansted angeht, weil Ryanair fliegt halt nach Stansted. Und dann haben wir uns noch die Visitor Oyster Card gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also es gibt Oyster Cards, damit bezahlt man sozusagen die U-Bahn oder die Busse in London. Ich hatte damals auch eine Oyster Card, die lädt man immer dann auf und da kann man auch so Monatstickets draufpacken und etc. etc. Und wir haben uns eine Visitor Oyster Card gekauft für 36,50 und die haben wir tatsächlich online bestellt und hier im Reisebüro schon abholen können. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt drauf gebucht haben.
ich glaube, es waren 25 oder 30 Pfund. Also man konnte sich vorher aussuchen, wie viel man da drauf packt. Und ja, und dann gab es noch eine Gebühr dazu für die Karte. Und die haben wir hier im Reisebüro abgeholt in der Nähe. Man konnte dann online auswählen, ob man es zuschicken lässt oder halt in einem Reisebüro abholt. Wir haben uns dann jetzt die 6 Euro noch gespart und uns, ich habe das dann hier in der Stadt abgeholt. Denn es gab ein Reisebüro, was es anbietet. Die Visitor-Oyster-Karte hat dann noch andere Vorteile. Zum Beispiel werden wir dann auch mit der, ich habe es hier, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben, Emirates Airline Cable Car, also im Prinzip eine, was ist denn jetzt das deutsche Wort für Cable Car? Eine Seilbahn, glaube ich, ja genau, eine Seilbahn, werden wir vergünstigt nutzen können mit dieser Traveler Oyster Card, Visitor Oyster Card. Und was genau, es gibt noch mehr Rabatte, die packe ich euch gerne unten in die Infobox, die Links dazu. Generell zu allem, zum Stansted Express, zum Parken und auch zur Visitor Oyster Card findet ihr alle Links unten in der Infobox und auch zum Hotel, welches Hotel wir dann gebucht haben. Ich werde euch natürlich das Hotel auch in den Vlogs zeigen. Es wird Vlogs geben zur Anreise. Es gibt einen Samstags-Vlog und einen Sonntags-Vlog plus dann noch ein Harry Potter Video, wo ich dann gleich noch zukomme. Genau. Also Freitag ist geplant, der Hinflug natürlich, die Hoteltour gibt's und natürlich dann haben wir abends noch ein bisschen Zeit und gehen dann noch ein bisschen shoppen. Am Samstag geht's erstmal zum Frühstück in der Nähe der Liverpool Street. Da haben wir uns die Polo Bar ausgesucht. Zeige ich dann auch natürlich in den Vlogs. Und danach geht's zu meinem großen Highlight und zwar zu den Harry Potter Studios. Ja, ich bin so gespannt. War nicht günstig. Wir haben 71 Euro bezahlt pro Person. Und dann fahren wir hin und das ist tatsächlich echt am A der Heide. Also wir sind, glaube ich, über eine Stunde unterwegs mit Bus, Bahn, zu Fuß. Also wirklich aufwendig, dahin zu kommen. Aber es lohnt sich anscheinend. Also die Harry Potter, was ich jetzt schon gesehen habe auf Instagram, es ist wirklich der Knaller. Und dazu gibt es einen separaten Vlog. Weil das sehr umfangreich sein wird und wahrscheinlich auch nur Leute interessiert. Also vielleicht interessiert euch ja nur die Harry Potter Studios und dann nicht, was ich sonst noch in London gemacht habe. Deswegen ein separates Harry Potter Studios Video. Und ich habe mir tatsächlich einen Umhang gekauft. Bei EMP habe ich mir einen Harry Potter Gryffindor Umhang gekauft. Mein Haarreif habe ich ja noch von den Universal Studios, den ich ja im Januar anhatte. Und dazu gibt es noch einen Gryffindor Schal. Ich bin richtig im Harry Potter Modus. Denn ja, ich freue mich riesig da drauf. Und vielleicht nehme ich den Umhang ja dann noch mit nach Universal. Ja, jetzt ist es raus. Ich kann endlich auch drüber reden. Ich fliege ja nochmal nach Orlando mit der Brina zusammen und wir besuchen natürlich auch Universal. Und wenn er in meinen Koffer packt, nehme ich den Umhang auch mit nach Universal. Genau, also da sind wir einige Stunden dann unterwegs und auch in den Studios und danach geht es noch ein bisschen Shopping und abends geht es dann ins Po Soho. Also, oder Faux, ich glaube, es wird Faux ausgesprochen. Es ist, glaube ich, ein Vietnamese. Also, wir waren letztes Mal vor 6 Jahren schon da, meine Freundin hat es geliebt und hat gesagt, wir müssen auch, wenn wir nach London fliegen, auf jeden Fall wieder in dieses Restaurant. Wir waren in dem in Covent Garden, der war aber, hatte keine Reservierungsplätze mehr. Wir haben, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Wochen wir reserviert haben, war nichts mehr frei für den Abend. Und deswegen gehen wir nach Soho, da gibt es den wohl auch, also das ist wohl eine Kette oder mehrere Filialen. Filialen, vor allem Restaurants. Und da gibt es so Nudelsuppen. Und ich habe schon gesagt, wir fliegen eigentlich nur nach London wegen ihrer Nudelsuppe. Nein, natürlich nicht, aber es ist ein Grund. Zeige ich euch auf jeden Fall dann die Nudelsuppen. Und am Sonntag, also das war der Samstag, vollgepackt. Am Sonntag haben wir dann eine Harry Potter Free Walking Tour. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es gibt diese, also nicht nur in London, sondern in vielen großen Städten, diese Free Guided Tours. Ich glaube, packe ich euch den Link auch gerne unten in die Infobox. Das sind im Prinzip Travel Guides, also Leute, mit denen ihr durch die Stadt lauft und es gibt verschiedene thematisierte Themen. Wir haben das letztes Mal auch vor 6 Jahren gemacht. Da haben wir eine komplette 2 Tage London Sightseeing Tour zu Fuß gemacht. Und wie gesagt, die sind gratis. Man kann, wenn man möchte, nach der Tour dem Guide Trinkgeld geben, so viel wie man möchte. Ihr müsst es aber nicht, wenn euch die Tour nicht gefallen hat oder keine Ahnung. Aber wir haben immer Trinkgeld gegeben. Also das ist schon fair für so eine Tour,
wenn der Guide wirklich gut war und die Tour euch auch gefallen hat, dass ihr ein bisschen Trinkgeld da lasst. Also das ist euch dann überlassen, wie viel ihr dann geben wollt. Aber deswegen heißen sie halt Free Guided Tours. Und es gibt auch Harry Potter Tours, vor allem Touren in London, wo halt bekannte Szenen aus den Harry Potter Filmen gedreht wurden. Und die machen wir. Wir machen die Harry Potter Free Walking Tour. Und da bin ich auch mal sehr gespannt. Also richtig Harry Potter-lastig das Wochenende. Dann machen wir noch eine Bootsfahrt von, ich weiß gar nicht, also es geht nach Greenwich, da wo der, jetzt weiß ich gerade nicht, wie es heißt, dieser Mittelpunkt, der, nicht Mittelpunkt der Erde, dieser ihr müsst mir gerade verzeihen, wie, ich weiß nicht, wie es heißt, müsste ich gerade mal, ich google mal, bevor ich mich hier blamiere. Meridian, gar nicht so schlecht. Also das ist, da verläuft der historische Null-Meridian und die Zeitzone Greenwich Mean Time ist nach ihm benannt. Genau, also im Prinzip die Linie durch die Erde von oben, von Norden nach Süden läuft durch Greenwich. Und da waren wir schon mal vor 6 Jahren, da ging halt die Bootstour hin und wir machen die One-Way. Also es geht 1 Stunde, kostet 17 Euro und da fahren wir dann hin und zurück, fahren wir mit diesem Emirates Airline Cable Car. Ich glaube, das kostet dann nur irgendwie 5 Pfund oder so. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Werdet ihr dann in den Vlogs erfahren. Und genau, da werden wir die Oyster Card, dann auch die Visitor Oyster Card dann auch nutzen. Die war halt dann, weil die Fahrt dann vergünstigt ist durch sie. Und dann gehen wir abends noch ins Popeyes oder abends ist übertrieben gesagt, nachmittags ins Popeyes. Das ist ein Fish and Chips Laden, der wohl sehr bekannt ist in London. Und dann geht es noch zurück zum Flughafen. Relativ spät fliegen wir zurück. Ich glaube, ich bin zu Hause erst um 1 oder 2 Uhr nachts. Aber wir wollen halt so viel wie möglich erleben auch von London. Und deswegen muss man dann montags müde ins Büro gehen. Ja, das war so der Kurzplan, was ihr auf jeden Fall beachten müsst. Es ist natürlich Pfund in London, das heißt, ihr müsst entweder Geld wechseln oder ihr zahlt halt viel mit Karte. Ich habe tatsächlich noch Pfund von dem letzten Trip gefunden, ganz viel Kleingeld. Und es sind andere Steckdosen in London, das heißt, ihr braucht auf jeden Fall auch einen Adapter für eure Sachen, für eure Elektronik zum Aufladen oder sonstiges. Also das auf jeden Fall nicht vergessen. Und ansonsten, London ist halt sehr teuer. Das müsst ihr auch beachten. Ich glaube, was hat meine Freundin jetzt ausgerechnet? Für den ganzen Trip, also mit Flug und allem, was wir jetzt schon bezahlt haben, sind wir bei 450 Euro pro Person. Ohne Essen. Also wir werden ja noch ein bisschen essen. Wir werden aber uns im Supermarkt eindecken mit Getränken und Snacks. Da gibt es direkt einen Tesco Express. Tesco ist also Supermarktkette dort. Und da kann man sich gut mit Sachen eindecken. Und dann versuchen wir halt wirklich nur zum Frühstück halt uns irgendwas bei Tesco oder bei Costa, also das Costa ist sowas, das Starbucks-Pendant, zu holen und dann halt nur einmal warm zu essen, ansonsten uns mit Snacks einzudecken, denn ja, wie gesagt, London ist teuer, wir wollen ja auch shoppen gehen, wir wollen in den Primark, weil der auch oft immer mehr Sachen hat als hier in Deutschland. Ich möchte natürlich in den Disney-Store, auf jeden Fall, und ansonsten schlendern wir mal durch die Einkaufsmeile. So viel Sightseeing brauchen wir da nicht mehr machen, weil, wie gesagt, ich habe ein Jahr dort gewohnt. Meine Freundin hat mich auch damals, ich glaube, mindestens einmal dort besucht. Dann waren wir ja vor 6 Jahren schon mal da zusammen, haben auch schon mal Sightseeing gemacht. Deswegen gibt es jetzt nicht die Standard-Sightseeing-Sachen. Natürlich, wenn wir am Big Ben oder so vorbeilaufen oder am London Eye oder so, wenn wir natürlich auch Fotos machen und ich werde es euch auch zeigen, aber es gibt keine richtige Sightseeing-Tour, weil wir das alle schon kennen. Aber da kann ich euch wirklich die Free-Guided-Tours empfehlen. Vor 6 Jahren haben wir das 2 Tage lang gemacht und da seht ihr die größten Sehenswürdigkeiten und bekommt natürlich auch was erklärt dazu. Also ihr müsst dann euch nicht selbst euch an alles aneignen oder so. Also die kann ich euch echt empfehlen. Und nicht nur für London, auch generell für andere Großstädte. Da müsst ihr immer mal gucken, in welchen Großstädten das angeboten wird. Ja, also in den nächsten Tagen könnt ihr euch auf einige London-Vlogs freuen. Das erste Video, was online geht, ist natürlich das Harry Potter Studios-Video und dann in den nächsten Tagen dann die Vlogs. Ja, das war's. Ich hoffe, das kleine Vorbereitungsvideo hat euch gefallen. Und wenn es euch, und ich hoffe, es hat euch auch geholfen, wenn ihr vielleicht nach London fliegen möchtet. Und wenn ihr noch Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, ihr müsst mir verzeihen. Es ist gerade 7:30 Uhr morgens und ich muss gleich ins Büro.
aber ich habe sonst keine Zeit gefunden, dieses Video zu filmen. Deswegen bin ich noch ein bisschen noch nicht ganz wach. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns dann in London wieder. Tschüss!